Wespe, hau ab. Also Wespen ist schlimm. Die sind überall. Und Netz ist nirgendwo. So, es ist 10.20 Uhr, relativ spät, aber ich habe heute bis 8 Uhr geschlafen und jetzt geht's los in den Tag 8. Ich starte hier in Würzburg an der kalten Quelle, so heißt der Campingplatz, und jetzt geht's weiter. Es erwarten mich einige Steigerungen. Oh mein Gott, schon ein bisschen nervös. Doch ein kleines Update, 10.35 Uhr, ich bin jetzt erst los. Ich habe mir noch ein bisschen frisch gemacht, vorhin Sonnencreme aufgelegt. Ja, jetzt geht's los. Ich bin jetzt auf der flussaufwärts gesehen, auf der rechten Mainseite. Und ich will nicht nochmal zurück über diese Brücke da. Das erspare ich mir. Jetzt fahre ich bis Ochsenfurt auf der rechten Seite. Ja, das ist die A3. Links geht's zum Autobahndreieck in Verbindung mit der A7. Die dann nach Füssen führt, beziehungsweise nach Richtung Würzburg. Mein Ziel sind heute 80 Kilometer. Ich habe bei ungefähr 30 Kilometer Lademöglichkeit in Aub und in Schrotzberg. Ich glaube, das liegt so bei 80 Kilometern. Also von dem her bin ich ziemlich safe. Da gibt es Ladestationen und jetzt in 12 Kilometer kommt Ochsenfurt und da werde ich den Main verlassen und irgendwie rechts abbiegen. Ich habe Komoot beauftragt, mich bis Ochsenhausen zu lotsen. Und jetzt führt mich Komoot bei Winterhausen auf die andere Mainseite. Oh, wieder hier Verkehr, nicht schön. Ja, und zack, bin ich schon wieder auf einem sehr schönen Radweg. Also die letzten Kilometer am Rhein. Nee, die letzten Kilometer am Main, natürlich. Ist natürlich schön hier nochmal am Fluss entlang zu fahren und nicht auf der Strecke wie gerade eben. Ja, herrlich. Ja, ich bin kurz vor Ochsenfurt und mache noch mal kurz eine Pause. Ich musste meine Maske irgendwo suchen. Die war irgendwo ganz unten drin vergraben in so einer ordentlichen Tasche, weil ich doch noch mal zum Bäcker wollte. Ich weiß nicht, ob auf der Strecke nachher weg vom Main dann noch irgendwelche Einkaufsmöglichkeiten gibt. In den Dörfern ist ja meist auch schon alles zu. Ja, ja. Deswegen nochmal Maske und Bäckerei. Und dann verabschiede ich mich gleich vom Main. Sorry, habe ich vorhin Ochsenhausen gesagt. Das bitte ich zu entschuldigen. Ist natürlich Ochsenfurt hier. So. Jo, direkt neben dem Bäcker gibt es hier eine Ladestation. Ich versuche das immer hier in der App dann zu aktualisieren. Aber hier. Diese. Ach, da gibt es schon Fotos. Kriege ich auch noch mal eins hinzu? Ne, brauche ich eigentlich nicht. Super. Ja, der Bäcker ist hier gleich nebenan, von dem her kann man direkt vom Bäcker aus sein Bike im Auge behalten. Thank you.
Das scheint ja ein netter Weg zu werden. Hier. Ich bin gerade hier ziemlich steile Steigung hoch. Aber mit dem E-Bike hier im zweiten Gang überhaupt kein Problem. So, weiter geht's. Ja, ich habe Ochsenfurt verlassen. Hab nur ein Brötchen gegessen, das reicht doch. Aus Erfahrung lieber ein bisschen weniger und dafür öfter. Und ich hoffe, dass ich hier länger auf diesem Bahnstreckenradweg bleibe, weil der ist echt sehr attraktiv. Ja. Weil schön im Schatten. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht alle 5 Minuten stehen bleibe, um Fotos zu machen oder auch Videos aufzunehmen. Aber es ist einfach traumhaft hier. Ja, hier geht es schon seit 2 Kilometern ordentlich bergauf. Stetige Steigung, nicht allzu steil, gut zu fahren. Ja, das ist die Steigung hier links, die noch sanft ansteigt und dann kommt irgendwo ein Peak. Da bin ich mal gespannt, was das gibt. Ja, ich dachte, hier gibt es eine Info. Hier ist kein Hundeklo, super. Ja, ich bin jetzt 13 Kilometer stetig bergauf gefahren. Das ist eine alte Bahnstrecke gewesen. Total schön, also echt herrlich. Ich bin jetzt hier in Sonderhofen. Und ich glaube, geht noch so ein bisschen bergauf und ein bisschen bergab und dann geht es wohl richtig hoch. Deswegen wollte ich meine Kette jetzt noch mal kurz pflegen. Ich habe den Motor mal gecheckt von der Wärme her oder auch den Akku. Also fühlt sich jetzt nicht irgendwie überlastet oder heiß an, wo der ganze Zeit getreten ist. Wobei ich natürlich auch kräftig mitgemacht habe. Durch. Ja, Gelchsheim. Ja, diese Lok habe ich auf irgendeinem Foto schon mal gesehen. Ich glaube bei Komoot. Ich habe mir die Strecke ja in Komoot zurechtgezogen. Oh, ist etwas, auf das ich jetzt auch Lust hätte. Schön schwimmen gehen. So, gegen Wind und bergauf. Die beiden Mädels vor mir haben auch schwer zu tragen. Oh, das war vermutlich auch mal ein Bahnhof hier. Schrottplatz. Hat aber seinen Charme. Straße und weiter geht's. Aber ich wollte noch mal nach Aub rein. Oh, da hinten ist sogar ein Turm. Um vielleicht nachzuladen oder die GoPro-Akkus mal wieder aufzuladen. Ich bin jetzt in der Nähe von Aub. Also im Unterstand mit Grillplatz oder Aschenbecher. Bis nach Aub wären es 1,4 Kilometer. In die Stadt rein zum Laden. Habe ich eigentlich noch nicht nötig. Schrotzbergs ungefähr 30 Kilometer, nachdem aber diese Steigung kommt. Aber das müsste reichen. Das Einzige, was knapp werden könnte, wäre jetzt mein Wasser. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Wasser, aber ich denke, da wird sich schon was finden. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das Wort herrlich schon gesagt habe, aber das trifft hier mal wieder zu. Diese Gaubahnstrecke ist einfach göttlich. Jetzt geht es nach langer Zeit endlich mal wieder bergab, aber die große Steigung folgt noch. Ja, was haben wir gelernt? Friedhof ist optimal, im Wasser zu fassen. Ist nicht ganz kalt. Ah, so langsam ist es kalt. Eine Minute nach dem Friedhof gerade eben bin ich jetzt hier. Also die Landschaft ändert sich ständig.
Ich weiß nicht, was das für ein Fluss jetzt ist. Ich komme mir vor wie hier am Fulda-Radweg. Gleich mal nachgucken. Ja, aber das ist die heftige Steigung jetzt hier durchs Dorf durch. Das ist heftig. Eieiei, ich geht schon die Beine. Ich glaube, ich muss gleich mal anhalten. Ich fahre im ersten Gang hier drin. Jo, das war übrigens Kecklingen. Die Stadt in Steigung oder das Dorf. Übrigens, der Fluss war vorhin die Tauber. Tauber. Oh mein Gott, geht das hier hoch. Erster Gang, 10 km/h. Ja, rechts abbiegen. Das krieg ich hin. Ich werde schon nicht verpassen, so schnell bin ich nicht. Oh, das geht immer noch höher. So, ich muss noch mal fühlen, ob der Motor irgendwie heiß ist. Ja, man merkt schon, dass es warm ist, aber nicht, dass es heiß wäre. Der Akku? Ja, der Akku ist warm. Lauwarm. Ja, der Wahnsinn. Echt, der Motor hat echt Höchstleistung vollbracht. Also ohne Motor hätte ich hier hochgeschoben. Also bestimmt über 3-4 Kilometer. Ach, Wahnsinn. Aber es ging trotzdem ganz schön die Beine. So, 10 Kilometer weiter. Ich bin bei Tageskilometer 60. Und es sind noch 7,5 Kilometer bis Schrotzberg. Da hatte ich mal übrigens eine Freundin, eine Jugendfreundin. Das ist jetzt aber Zufall, dass ich da durchkomme. Und da gibt es jedenfalls eine E-Bike-Ladestation, also Schließfächer. Da werde ich GoPro-Akkus und mein E-Bike ein bisschen nachladen und nach dem Campingplatz suchen für heute Abend. Und das Brötchen essen, was ich mir in Ochsenfurt gekauft habe. Was für eine coole Abfahrt. Vor einer Minute war ich noch da hinten auf dem Berg. Ja, Wahnsinn. Das hat mich bestimmt einen Millimeter von meinen Bremsbelägen gekostet. Jetzt geht es wieder hoch, wie es halt so ist. Ne? Noch 5,4 Kilometer bis Schrotzberg. Schrotzberg. Und da ist auch wieder eine Radwegausschilderung. Links abbiegen. So, ich habe hier einen kleinen Bach entdeckt. Da muss ich mal meine heißen Sohlen kurz mal abkühlen. Oh. Ich muss da irgendwie wieder hochkommen. Mach kurz mal einfach mal runter. Nach 90 Metern scharf rechts abbiegen, dann links halten. Scharf rechts abbiegen.
Ja, das ist hier das Rathaus bzw. Schloss von Schrotzberg. So, hier ist der Bahnhof. Nachdem der Trecker vorbei ist, hier muss es diese Ladesäule geben. Mal schauen, da ist eine Ladesäule. Da, hier ist es doch. E-Bike-Ladestation. Hier steht sogar ein Super-Suko. Cool. Ja, hier ist die Anleitung seitlich. Das, ich habe jetzt hier die Ladebox 2 genommen und hier ist es richtig heiß hier drin. Ich hoffe, dass der Akku dadurch keinen Schaden nimmt. Jo, dann muss man beschließen, eine Wunschnummer eingeben und dann geht das los. So, es hat geklappt, ich habe es eingelegt, meine PIN eingegeben. Ja, ich habe noch eine Reichweite von 10 Kilometern. Und bin heute hier Restreichweite und 68,18 Kilometer gefahren. Und das hier im Sportmodus. Das hat den Akku doch ziemlich ganz schön ausgereizt. Ja, es ist 16.03 Uhr und ich werde mir jetzt was zu essen geben und nach einem Campingplatz suchen in 1-2 Stunden sowas. Ja, ich werde noch 20 Kilometer fahren auf jeden Fall. Nein. Ja, hier gibt es auch Möglichkeit zu laden für die Bikes, haben sie extra vorgerüstet. Ja, es ist eine Stunde rum und ich werde jetzt gleich mal nach meinem Akku gucken. Ich bin wieder in Schrotzberg losgefahren und vergessen, meine Wasserflasche aufzufüllen. Also bin ich mal wieder auf einem Friedhof. Ja, Gott hab sie selig. Ja, ich habe jetzt meinen Akku da wieder aus dem Schließfach geholt. Da waren bestimmt 70 Grad da drin. Der Akku war so heiß, dass man ihn fast nicht mehr anfassen konnte. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß, das tut ihm nicht gut. Ich hoffe, dass er keine bleibenden Schäden davon getragen hat. Ich habe jetzt, ja, erstaunlichweise nur 30 Kilometer Restreichweite. Gar nicht mal so viel. Und der Campingplatz, zu dem ich will, ist in Braunsfeld oder so. Ich kann mir die ganzen Namen auch nicht mehr merken. Jedenfalls kurz vor der Kochertalbrücke und habe da angerufen bis 22 Uhr. Darf ich da gerne kommen? Für einen Mann ein Zelt ist das überhaupt kein Problem. Und schon wieder Steigerung. Ja, ich hatte nette Gespräche da mit dem Architekten im Innenhof von dem Café 1903. Die da auch Lademöglichkeiten ja geschaffen haben für E-Bikes. Ja, von dem her, falls ihr mal in der Gegend seid, gerne dort vorbeischauen. Und hier ist wieder ausgeschildert und es ist freie Sicht. Nichts los, herrlich. Eine Umleitung, ja toll. Ich hoffe, dass mit meiner Reichweite dann nicht durcheinander kommen. Umleitung Billingsbach. Ich folge dir mal, das wird schon seinen Grund haben. Jetzt fahren wir halt nach Erbsweiler. Erbsweiler. Ich bin gerade noch schön an so einer Scheune vorbeigefahren, hier an Feldern. Plötzlich ging es im Wald runter und das war eine richtig schöne, steile Waldabfahrt. Ich hatte 65 Stundenkilometer drauf. Natürlich ging es dann wieder bergauf, aber diese Abwechslung, unverhofft manchmal, ja, ist faszinierend. Hier ist übrigens ein nettes Plätzchen, wo ich mir vorstellen könnte, einfach zwischen diesen beiden Maisfeldern wildcampen zu können. Aber ich will auf jeden Fall duschen und
habe Bock, mein E-Bike wieder zu laden. Ich habe eine Reichweite von nur noch 16 Kilometern. Ich habe gerade wieder eine Steigung hinter mir, muss aber noch 19 fahren. Ich kann immer noch runterschalten auf Eco. Na denn, das ist schon eine anstrengende Fahrt heute. Mir läuft ganz schön der Schweiß. Ich habe bestimmt 4, 5 oder waren es 6 Flaschen sogar Wasser getrunken. Das muss ja sein. Ja, falls sich jemand fragt, warum ich jeden Tag das gleiche blaue T-Shirt anhab, ich habe mehrere davon, nämlich genau 2 Stück. Das ist übrigens ein riesen Windrad. Ja, endlich mal eine Sitzmöglichkeit hier. Also ich sehe kaum ein Bänkchen. Nein, ich sehe gar kein Bänkchen hier. Keine Sitzmöglichkeiten. Ich wollte jetzt mal telefonieren und da wollte ich mich mal in Ruhe hinsetzen. Ja, Wahnsinn, diese Anlage. Ich würde ja echt gerne mal hochgehen. Ja, in Ruhe telefonieren. Wie optimistisch bin ich eigentlich? Hätte ich ja wissen müssen, hier ist kein Netz. Natürlich ist hier kein Netz. Wir sind ja mitten in Deutschland. Wespe, hau ab! Also Wespen ist schlimm. Die sind überall. Und Netz ist nirgendwo. Hat da runtergeheizt, Wahnsinn, mit 64. Ja, hier kommen Serpentin. Hier geht es ordentlich wieder hoch. Ich habe noch 10 Kilometer, 10,6. Eine Reichweite von 15, 14, sinkt rapide bei der Steigung hier, aber wunderschön ist es wieder mal. Da oben das Schloss, ich hätte wohl da eine schöne Waldabfahrt haben können, die habe ich leider verpasst, bin dann aber nicht nochmal nach oben gefahren, aber hier echt ein nettes Tälchen. Da waren ein paar Angler am Fluss. Jo, jetzt muss ich mal gucken, dass ich noch ankomme. Heute habe ich den Akku und den Motor ganz schön gequält.
Und ich mich auch. Ich habe jetzt den Tourmodus runtergeschaltet. Und selbst da habe ich nur noch 9 Kilometer Restreichweite. Und ich habe nur noch 9,3 Kilometer. Ja, ich hoffe, dass gleich wieder bergab geht. Ich denke, das passt schon. Notfalls schiebe ich halt hin. Aber landschaftlich und wettermäßig ist echt top. Wow, ist das ein Anblick. Da hinten die Kochertalbrücke. Mit der GoPro ist das natürlich schlecht zu erkennen. Ich versuch's gleich nochmal mit meinem Smartphone. Wahnsinn. Hier geht's schön die Strecke runter. Was natürlich mein Akku freut. Viele Mücken hier im Tal. Ja, wahnsinnige Abfahrt von da oben herunter. Cool. Aber Mücken, eieieiei. Oh, das ist der Platz. Hier ist ja noch genügend frei. Nur brauche ich Strom. Ja, ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass hier in Braunsbach im Mai 2016 ein Unwetter mit Überschwemmung viele Häuser zerstört und viele Autos mitgerissen hat. Vielleicht hat der ein oder andere noch die Bilder aus den Medien im Kopf. In einem meiner letzten Videos hatte nämlich Peter Hertel dies kommentiert. Vielen Dank dafür. So, 20.35 Uhr und das Zelt steht. Ich habe jetzt hier mich da zwischen andere Zelte gequetscht, weil der Stromkasten in der Nähe ist. War noch der letzte Platz frei. War ein bisschen eng, aber ansonsten. So. Fahrrad lädt wieder. Ja, ist total lauschig hier. Und hier ist auch direkt ein Fluss. Muss nochmal nachgucken, was ist. Wird der Kocher sein. Da ist ja auch die Kochertalbrücke gleich in die Ecke. So, werde den Abend rausklingen lassen. Ich werde gucken, ob ich noch was einkaufen kann. Die Frau in der Rezeption meint, die Läden seien alle schon seit 18 Uhr dicht. Aber ich gucke nochmal bei Google Maps, ob es hier noch irgendwas gibt.